Fahrrad oder Auto reparieren ist jetzt nicht mein Hobby. Das ist nur ein Klischee. Aber ein paar leben das Klischee wirklich. Nee, ab und zu ein guter Balance finden. Da habe ich die letzten 2-3 Jahre auch an Rennwagen geschraubt. Es passt immer. Man kann es sowohl zur Vorlesung anziehen, als auch abends zu einer Party. Ja, ich bin Duk und ich studiere Maschinenbau in der Vertiefungsrichtung Kraftfahrzeugtechnik. Ich bin Sophia und ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik im 6. Semester. Ich bin Sebastian und studiere Maschinenbau mit der Vertiefung Technisches Design. Ich heiße Myrene und ich studiere Maschinenbau im 4. Semester. Hallo Leute, ich heiße Guan Tian und ich studiere Chemieingenieurwesen. Ich bin Tom. Ich bin jetzt im 6. Semester und studiere Allgemein- und Konstruktiven Maschinenbau. Hi, ich bin Ruttika, studiere Maschinenbau im 6. Semester, Vertiefungsrichtung Produktionstechnik. Muss man in der Schule eigentlich gut in Mathe und Physik gewesen sein, um Maschinenbau zu studieren? Muss man nicht. Das Grundstudium erklärt einem richtig viel. Es fängt nochmal bei den Basics an und dann kann jeder damit mitkommen. Mathe hat mir eigentlich ganz gut gefallen in die Schule. Physik war ein Struggle am Anfang. Gut war ich in Physik nicht, aber in Mathe und das reicht, würde ich sagen. Wenn man so ein bisschen Passion für Mathe hat und Lust hat, sich damit zu beschäftigen, kann man es auf jeden Fall schaffen. Studierst du eigentlich Maschinenbau nur, weil du nicht wusstest, was du sonst machen sollst? Nein, ich studiere Maschinenbau, weil ich so gern Mathe mag und weil ich ein Praktikum gemacht habe, extra für Mädchen, die sich für technische Berufe interessieren. Und dann dachte ich, studiere ich Maschinenbau. Im Anschluss kann man sich ja dann unkompliziert für eine Vertiefung an der TU Dresden entscheiden, von der Energietechnik über die Kraftfahrzeugtechnik, aber auch zur Luft- und Raumfahrt oder auch zur Produktionstechnik. Warum tragt ihr eigentlich alle Karohemden? Warum nicht? Es ist einfach, glaube ich, gemütlich. Ich habe nur ein gestreiftes an, also. Karohemd? Das ist eher Stereotyp. Aber ein paar leben das Klischee wirklich. Was? So was, was ich anhab. So ein Karo-Hemd, also so ein Hemd mit so einem bestimmten Muster. Ah, viele Mann tragen solche Kleidung im Maschinenbau. Ja, genau. Ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Das weiß ich auch nicht, warum, aber wirklich so. Ihr seid doch nur Jungs im Studiengang, oder? Ich finde, wir sind gar nicht so wenige Mädchen und finde es immer cooler, wenn viele Mädchen Maschinenbau anfangen und den Stereotypen brechen. Also der Großteil sind definitiv Jungs, aber es gibt auch ein paar Mädchen. Bist du auch neben dem Studium ein Tüftler und Bastler? Ja, das bin ich. Ich bin nämlich im Formula Student Team Epress e.V. Und da habe ich die letzten 2-3 Jahre auch an Rennwagen geschraubt und habe mich auch allgemein mit der Automobiltechnik und auch neuen Forschungsthemen beschäftigt. Wie man vielleicht sehen kann, bastle ich gerne Ketten in meiner Freizeit, aber so Fahrrad oder Auto reparieren ist jetzt nicht mein Hobby. Wer Maschinenbau studiert, muss trinkfest sein, richtig? Ja. 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 Das stimmt eindeutig. In der ESE-Woche auf jeden Fall. Kein Kommentar. Musstest du eigentlich viele Prüfungen wiederholen? Ein paar musste ich wirklich wiederholen, weil ich etwas zu lax an die Prüfung rangegangen bin. Nicht viele, aber vor allem im Grundstudium sind da ein paar schwierige dabei. Vor allem Mathe auch, ist ziemlich kräftig. Bis jetzt hatte ich Glück, dass ich noch keine wiederholen musste. Ich denke, wenn man über Studium oder über Semester hinaus immer bei allen Übungen dabei ist, dann wird das am Ende in der Prüfungszeit sich auch auszahlen. Warum hast du dich für die TU Dresden entschieden? Weil ich komme aus China und wenn ich in China online surfen und dann ich habe TU Dresden gehört und dann ich habe TU Dresden betragen und dann passte ich und dann komme ich hier. Ich bin in Dresden geboren und mag Dresden sehr, sehr gerne und die Neustadt. Deshalb war es eher eine Entscheidung für die Stadt als für die Uni. Können wir das drin lassen? Ich komme eigentlich aus Indien und wollte unbedingt in Deutschland studieren für Maschinenbau. Und TU Dresden war the it place für Maschinenbau. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin übrigens auch Kameramann bei Richard und Alina Testet. Wenn ihr davon eine Folge sehen wollt, schaut hier unten vorbei. Und die letzte Folge der Sitzgelegenheit beim Uniorchester findet ihr hier oben. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke drücken.